Leichtsinn und Dummheit hätten mehrere junge Leute in China fast das Leben gekostet. Sie waren mit ihrem Van auf den gefrorenen Xiangkai-See im Nordosten Chinas eingebrochen. Wir wollten aus Spaß weiter hinausfahren und an der Eisgrenze spielen, aber dann knackte es und der Van brach ein. Vor lauter Angst konnte ich kaum atmen, das Wasser stieg und wir kletterten so schnell wie möglich aus dem Auto. Wenn wir gewusst hätten, wie gefährlich das hier ist, hätten wir es nicht gemacht. Selber schuld und dumm gelaufen. Erst mit Unterstützung von einer nahegelegenen Baustelle konnte die Polizei in einer spektakulären zweistündigen Rettungsaktion sogar das halb versunkene Fahrzeug der jungen Leute bergen. Trotz der extremen Kälte ist das Eis an manchen Stellen noch gefährlich dünn. Touristen müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie hierher kommen. Fahrer und Passagiere kamen bei der leichtsinnigen Aktion glücklicherweise unverletzt davon. Der Van dürfte einen kräftigen Wasserschaden haben.